Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie schon im letzten Video erwähnt, falls ihr das nicht gesehen habt, sage ich es jetzt nochmal, ist meine Kamera irgendwie im Moment nicht zu gebrauchen. Ich weiß nicht, was damit los ist. Ich habe den ganzen Tag den Akku aufgeladen, alles versucht und sie geht einfach nicht an. Ich hoffe, dass ich die irgendwie reparieren lassen kann, aber deswegen filme ich heute mit der Laptop-Kamera. Ich hoffe, die Qualität ist in Ordnung. Ich glaube, ich bin jetzt auch schon wieder spiegelverkehrt oder so, ich weiß es nicht genau. Naja, herzlich willkommen zum heutigen Eigenbrauch-Video und heute geht es um die Quarter-Life-Crisis. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was zum Teufel ist denn die Quarter-Life-Crisis? Das habe ich ja noch nie gehört. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört, ich weiß es nicht. Das ist so ein Begriff, den ich für mich persönlich immer nutze. Ich weiß nicht, ob es den offiziell gibt. Man kennt ja die Midlife-Crisis, dass man halt so sagt, ja, Männer, die fangen dann irgendwie mit Anfang 40 an, weiß ich nicht, fette Ferraris zu kaufen und eine Affäre mit einer 20-Jährigen oder so anzufangen. Und das, wovon ich rede, geht eigentlich in die ähnliche Richtung, betrifft aber sämtliche Menschen, vielleicht sogar eher noch Frauen als Männer. Und das ist so eine Krise, die man dann irgendwie Anfang der 20er so ungefähr hat. Und deswegen nenne ich das Ganze immer Quarterlife-Crisis. Ich hatte selber Anfang 20, ich meine, ich bin auch Anfang 20, ich bin 24, wo jetzt mittlerweile eher dann so Mitte 20, aber das hat, glaube ich, so ziemlich mit dem Abi angefangen. Ja, da gibt es dann irgendwie viele Veränderungen im Leben und dann hat man halt Probleme. Ich habe schon mit vielen, vielen Leuten darüber geredet und mir haben das ganz viele bestätigt, dass es sowas wirklich zu geben scheint, dass man einfach in diesem Alter, wenn man so Anfang 20 ist, plötzlich einfach bestimmte Dinge durchmacht, die man bis dato noch irgendwie gar nicht so kannte und die einen noch so ein bisschen überfordern und einen irgendwie runterziehen. Was das genau beinhaltet, ist in meiner Erfahrung ziemlich anders, je nach Person. Das können Sachen sein wie, ja, irgendwie, dass man Panik hat und nervös und man fühlt sich so unruhig. Es kann irgendwie in Richtung Depression gehen, Traurigkeit, halt alles, was irgendwie ein, ja, was man so als Reaktion hat, um mit vielen Veränderungen im Leben und Unerwartetem umzugehen. Klar hat das nicht jeder, aber wie gesagt, in meinem Freundeskreis hatten das ganz, ganz viele, dass die irgendwie in den letzten Jahren durch so eine Phase gegangen sind, in der es irgendwie ziemlich schwer war und in der es denen schlechter ging als sonst so im Leben. Und dass das kein gängiger Begriff ist oder irgend so eine akzeptierte Sache in der Gesellschaft, glaube ich schon, dass das eine echte Sache ist, die es wirklich gibt, dass man einfach in dem Alter durch so viele Veränderungen geht, man wird einfach eine komplett andere Person. Das fängt schon damit an, dass man plötzlich nicht mehr in der Schule ist und andere Dinge macht. Das hatte ich in einem anderen Video schon mal erwähnt. Ich glaube, das war das Video über Selbstbewusstsein, dass man halt dann auf einmal so vielen Veränderungen gegenübersteht, mit denen man klarkommen muss. Es steht einem die Welt auf einmal offen, man muss so viele Entscheidungen treffen, man muss so viel Verantwortung tragen. Und ich glaube halt, bei manchen ist es mehr als bei anderen, dass man sich irgendwie überfordert fühlt oder dass man irgendwie denkt, ach du lieber Gott, hoffentlich mache ich jetzt nichts falsch. Und dann kann es halt schon mal passieren, dass es einem irgendwie schlecht geht und dass man halt auch eine lange Zeit braucht, um da irgendwie wieder rauszukommen. Ich glaube, es hilft extrem viel, wenn man einfach viel drüber redet, was bei einem gerade so los ist, sich viel austauscht, weil viele sind ja in einer ähnlichen Situation. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, wenn ich das mal angesprochen habe im Freundeskreis, wenn jemand gesagt hat, boah, im Moment, ich habe das Gefühl, ich komme überhaupt nicht mehr klar und mir geht es irgendwie nur scheiße. Und wenn ich dann das immer so Quarter-Life-Crisis nenne, dann ist auch eigentlich immer die Reaktion, ja, stimmt, eigentlich ist es sowas. Ich habe gerade das Gefühl, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Wo will ich überhaupt hin? Und man landet dann in wirklich so einer totalen Verzweiflung. Falls ihr irgendwie gerade in diesem Alter seid, so Anfang der 20er Jahre oder vielleicht auch schon älter als das, würde mich mal interessieren, ob ihr auch diese Erfahrung gemacht habt oder ob sich das wirklich nur so auf mich und meinen Bekanntenkreis irgendwie beschränkt, dass man in dem Alter irgendwie so eine Phase durchläuft, die wirklich so einer Midlife-Crisis ähnelt, aber dann halt eine Quarter-Life-Crisis, wo man sich so denkt, meine Theorie ist noch nicht zu 100% ausgereift, aber wie gerade schon gesagt, ich habe es mir jetzt schon sehr oft bestätigen lassen, dass es so ein Phänomen irgendwie zu geben scheint. Ich habe es bei mir selber halt auch sehen können und wie gesagt, ich glaube, es äußert sich bei jedem irgendwie anders, aber im Grunde genommen ist es halt einfach diese gefühlte Überforderung und dieses, oh Gott, was tue ich ja eigentlich und dass man irgendwie gar nicht so richtig weiß, was man mit seinem Leben machen soll. Genau, und dass man dadurch dann halt irgendwie in so negative Emotionen verfällt. Und ich glaube, Freunde helfen da extrem, Familie, sich einfach austauschen und auch ganz offen damit umgehen, dass man zwar erwachsen ist, aber immer noch nicht alles so richtig im Leben verstanden hat und im Griff hat.
Das war's für die heute Eigengrau-Folge. Würde mich interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Vielen Dank auch für die letzten Kommentare unter den Videos. Und wir sehen uns dann am Sonntag beim nächsten Büchervideo. Und falls ihr darauf keine Lust habt, dann nächsten Mittwoch wieder an gleicher Stelle für eine neue Folge Eigengrau. Tschüss!